Guten Abend, ne? Oder wann immer ihr auch zuseht, guten Morgen und herzlich willkommen zu einem weiteren The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Stream. Das spielt mit dem Stream, die niemals aufhören. Im Ernst, dieses Spiel wird noch so viele Streams in Anspruch nehmen. Es ist ein bisschen jetzt her, dass ich das letzte Mal gestreamt hatte. Ich wollte da oben, meine ich, bei dem Soras hier in dem Gebiet den Schrein finden, der mir da angezeigt wurde, hatte ich aber noch nicht gemacht. Also ich wollte da zumindest irgendwie die Richtung suchen. Aber ich habe hier noch eine Markierung und die können wir uns ja zumindest abholen. Im Übrigen für die Spoileranten und Tippschreibers, behaltet euren Schmarrn für euch. Ihr kennt die Strafen für so etwas eventuell schon. Ich habe mittlerweile ja sogar einen Command dafür im Chat. Zumindest bei Twitch hier. Ich müsste mir eigentlich für die Zukunft auch mal angewöhnen bei diesem Spiel, dass ich mir den ein oder anderen Plan im Voraus mache. Weil ich habe eigentlich so viele Missionen hier offen. Es kann noch Ewigkeiten dauern. So. Aber zuallererst dahin, wie gesagt, wo ich mir eh schon was markiert habe. Nämlich da drüben. Was habe ich mir denn da Schönes markiert? Das erfahre ich, sobald ich darüber wandere. Hier sind ein paar Steinchen. Okay, ansonsten scheint hier aber nichts zu sein. Obwohl, mindestens ein Krog wird auf einem dieser Felsen sitzen. Ja, dann ist der Schrein wahrscheinlich wirklich der, den ich eh schon dort in dem Gebiet gesucht habe. Beziehungsweise eine Höhle, die ich eventuell finden will. Ja, wirklich eher dort. Aber bevor ich da jetzt 10 Stunden suche, lasse ich die Markierung noch mal dort und gehe lieber woanders suchen. Hier in dem Gebiet habe ich ja schon einiges gefunden. Wahrscheinlich noch nicht alles, aber schon einiges. Hier unten das Gebiet habe ich nie abgesucht. Ich teleportiere mal mich hier hin und dann suche ich hier mal das Gebiet ein bisschen ab. Hier geht es ja vorerst erstmal darum, ein paar Schreine zu finden. Die Dornen, die sehe ich nicht, ne? Der Blick ist nach oben gerichtet. Habe ich irgendein Schild, der gerade noch frei ist? Ja, hat sich gelohnt. Ich kann ein Königsschild an ein Königsschild heften. Passt schon. Ich weiß, so absuchen wollte ich eigentlich Offscreen machen, Leute. Aber ich habe halt momentan so viele Spiele, für die ich was Offscreen machen muss. Da komme ich einfach nicht mehr hinterher. Da ist auf jeden Fall ein Wasserfall, den wir einmal hochschießen können. Ich glaube, da oben waren wir noch nicht. Einmal kurz die Rüstung anlegen und dann können wir da hoch.
Ah, wenn ich in so einen Wasserfall reinfliege, dann fliege ich da automatisch den Wasserfall hoch mit der Rüstung. So, schnell Rüstung ändern, bevor der erfriert. Oh, ein paar Feen. Sehr gut, ich hatte schon Bedarf an Feen. So, komm in meine Tasche. Zwei kleine Feen kann ich hier noch einsammeln. Ich bin gespannt, was wir hier oben finden. Wem brauche ich eine von denen? Sonst komme ich gar nicht weiter. Der Antrieb reicht gerade so. Okay, dafür brauche ich sowieso den hier. Oh, ich muss in zwei Richtungen damit. Na gut, ich würde sagen, zuerst darüber, ne? Wenn ich die Raketen befestige, dann fliege ich schon weit genug rüber. Okay, ich hatte schon irgendwo erwartet, die Rakete mitnehmen zu können. Um wieder zurückzusausen. Naja, ein Wille der Weisen. Ich kann ja auch mit dem Gleiter wieder zurück. Oh, da drunter ist auch noch mal was. Nämlich ein Prank. Wow. Hab mehr erwartet da unten. Jetzt darf ich wieder basteln. Alter, ich komme im Leben nicht hoch genug. Einfach nur irgendwie oben halten. Okay, ich habe es zumindest auf diese Insel geschafft. Jetzt darf ich mich hier irgendwie hochkämpfen. Ist auf jeden Fall geringere Schwerkraft. Das allein kann schon helfen. Ich will wahrscheinlich zu der hoch. Dann will ich irgendwie zu der hoch. Und von dort aus zu dieser dort. So, Sprungfeder an Sprungfeder. Ein bisschen höher hinstellen.
So, dann flatter ich mal dorthin. Am besten ohne, dass ich runtergeschossen werde. Mag das Ding mal zurückflattern? Ich habe das Gefühl, ich brauche das Ding. Könnte mich nicht auch mit so Sprungböcken noch mal nach oben schießen. Ich meine, ein, zwei zum Hinlegen habe ich. Ja, erst mal gucken. Da sind diese Sprungdinger. Sollte passen. So, zu welcher Plattform will ich als nächstes? Zu der. Ist auch ein cooles Rätsel. Das mache ich so an dem Spiel. Es wird nie langweilig. Oh, eine alte Karte. Da oben. Den Untergrund müsste ich eigentlich auch mal richtig stark untersuchen. Knapp, glaube ich, daneben. Fiesling. Ich habe gerade eh einen Bogen verloren. Kurz einen Schreck gekriegt. Ich komme dem Schrein näher. Lustig, die Frösche, die springen auch mit anderer Schwerkraft. Ich habe in die andere Richtung gezielt. Wo willst du hin? Da ist auf jeden Fall der Schrein. Aber da will noch ein Stein hin. Ich wette, ich darf mich da hochschleudern. Und dort wird dann der Stein sein. Aber erstmal gucken, was ist denn da so Schönes drin? Wo sind meine Sphären? So, gib mir den Loot. Bin gespannt, was da alles drin ist.
Das Teil braucht jetzt erstmal eine Weile. Es staut. Kann ich jetzt erstmal einmal komplett auflesen. Dann kann ich über die Karte gucken, was da so eigentlich alles drin ist. Okay, Gleiter, Frostwerfer, Rädchen, Spiegel. Der Frostwerfer ist nützlich, der Rest. Meh. So, dein Licht scheint jetzt doch sowieso nach da oben. Den Kristall, den das Licht zeigt, dem Schrein da, denn schenken wir dir ein Licht, das die Finsternis bannt. Wie gesagt, da oben. Nee, unterhalb von mir. Ach, nö. Ist das einer von diesen Blöcken, der in der Luft rumgeimelt? Die hasse ich. Ich habe eh schon den Teleport hier. Ich kann ja eben kurz mich einmal da hochschießen. Gönnen wir uns erst den Spaß und danach den Kack. Der mich bis zur Weißglut treiben wird. Positives, geringe Schwerkraft. Ich habe ein Problem. Ich hatte keine Ausdauer. Und glaube ich, das hier ist sogar ganz leicht höher als das Schiff. Hier kann man bestimmt auch lustige Sachen hier auf der einen oder anderen Ebene finden. Ja, das Tiefe ist, das ist mir schon klar. Das ist ein großer Spiegel. Da sehe ich auch einen Krog. Tschüss. Du kommst ein bisschen zu spät, Kollege. Ach, es macht so viel Spaß, sie einfach ins Wasser zu schubsen. Ja, in diesem riesigen Konstrukt hier ist es wahrscheinlich drin. Hier oben sind gleich zwei Schreine. Ah, ich sehe schon. So, ich brauche eine von diesen Bomben. Okay. So kriege ich das auch nicht auf. Ich muss, glaube ich, wirklich von unten aus arbeiten.
Schon wieder so ein Kugelautomat. Und nochmal Krog. Oh, da kommt der geile Shit. Die Schwebesteine brauche ich hier wahrscheinlich. Ich würde hier generell gerne eigentlich ein paar Kugeln reinwerfen. Das Zeug, was da drin ist, ist gut. So, wie viele Heißluftballons habe ich jetzt? 10. Jetzt muss ich hier in dem Gewuse das finden, was ich suche. Darf da hinterher nochmal hinfliegen. Zum Glück habe ich mir hier den Schein schon geholt. Zum Teleportieren. Ja, komm, dann bringe ich erst den Stein da hoch. Ich werde da wahrscheinlich mehrmals hinfliegen müssen. So, bist du einer von den ekelhaften oder einer von den angenehmen? Ich glaube, du bist der ekelhafte. Ich hätte vorher heilen sollen. Kann ich ja jetzt noch machen. Nein. Es ist der ekelhafte. Aber wenigstens kriege ich hier Propeller. Runter mit dir! Mein Bohrer ist kaputt. Nope. Und kaputt. Ich hätte gern Prügel, wo ich das auch ausnutzen könnte, ne? Das eine Teil hier. Aber ich habe keinen. Jetzt muss ich irgendwo einen Weg nach oben wiederfinden. Ich habe 74 von 120. Ich habe schon mehr als die Hälfte. Und trotzdem ist es nicht das halbe Spiel. Oh, ein leckerer Diamant. Ah.
Und damit haben wir ein Segenslicht heute schon wieder abgesammelt. Sehr schön. Kann ich den Spiegel eventuell verstärken? Nee, dafür müsste ich ja was dran heften können. Ich werde dieses Rätsel noch lösen. Vertraut mir, Leute. Passiert was. Wow, so einfach geht es. Irgendwo eine starke Enttäuschung. Und ich versuche da 10 Mal in da, was unten zu sprengen. Da muss ich nur ihren Knopf drücken. Naja, wenigstens kann ich ein paar Fische sammeln. Ich rette euch. Ich rette euch vorm Ersticken. Und diese Rettung sieht darin aus, dass ihr in meiner Bratpfanne endet. Also nur keine Angst, meine lieben Fischfreunde. Ich rette euch hier mit dem Leben. Die alten Arowanas sind halt recht gut für die Bratpfanne. Okay, dunkel. Warum kriege ich hier... Ach, das sind Spiegel. Okay, ich verstehe schon. Ich will wahrscheinlich in beide Richtungen leuchten. Lichträtsel auch mal interessant. Gerade wollte mich mein Kumpane einfach wegschieben. Warum schwer machen, wenn es einfach geht? Okay, ich mache dasselbe mal aus der anderen Richtung eben kurz. Ach, da ist einfach nur eine Kiste. Na gut, dass ich hier nochmal geguckt habe. Ich nochmal 3 Extraspiegel. Na gut, den Extraspiegel, der da rumsteht, den kann ich ja mit rübernehmen. Vielleicht brauche ich den noch. Huck!
Kann den da vorne aus dem Wasser fischen. Passt schon. Ich nehme mich mal mit. Habe ich ihn gerade mit Licht getötet? Danke dafür. Oh, ein Spiegelschild. Keine so dumme Idee. Hat auch ein Sonaniumschild. Ja, ist ein Sonaniumschild. Die Wände öffnen sich. Ach komm. Kann den ja mitnehmen. Wahrscheinlich ist hier unten jetzt auch was aufgegangen. Ja, hier ist auch aufgegangen und hier ist der Schrein. Der Gar-Ahisas-Schrein. So, kriege ich da auch geschenkt oder muss ich nochmal drum kämpfen? Nee, ich krieg's geschenkt. Oh, ein Sternensplitter. Und noch ein Schrein. Hat sich gelohnt. Kann mir jetzt schon wieder ein extra Leben gönnen. So, und dann porte ich mich hier einfach durch die Wand einmal nach oben und hol mir den Krog, der nach oben gammelt. Nach Ewigkeiten mal wieder ein Lichträtsel zu sehen bei einem Zelda-Game ist auf jeden Fall cool. So, wohin? Wenn es weiter nichts ist. Ja, das hier war ja ein komplettes Ding, ne?
Da, das kann ich wegmachen. Da war ein Krog. Wollte ich als nächstes hier auf dem Berg. Hier oben bin ich fertig. Als nächstes würde ich auf jeden Fall zu den Goronen gehen. Storytechnisch. Müssen ja auch noch die ganzen Missionen und so weiter machen. Da sehe ich einen Krog. Guck aber erstmal hier oben. Da sehe ich direkt einen weiteren Krog. Gut, der war leicht. Habe ich den Weißen von denen schon fotografiert? Nee. Ein schönes Foto. Hey, guck mal da rein. Du machst ja kaum Damage. Nein, nicht runterschmeißen, nicht runterschmeißen. Am Ende finde ich das Zeug von ihm nicht. Das Teil will ich, glaube ich, fotografieren. Sieht aus wie ein Dorn. Oh, danke fürs Follow, Terraskopper. I'm good. Die sieben ist Moblinhorn. Mein erstes. Nein, no. I don't play LOL. Okay. What do you wanna ask? No, I don't need. So, als nächstes gehe ich dann hier rüber.
Ich finde es eine Frechheit, in Streams von anderen zu kommen, nur um für sich selber Werbung zu machen. Finde ich, das ist eine massive Frechheit. Muss man eigentlich auch, braucht man sich gar nicht wundern, wenn man direkt einen Bann bekommt. Hier steht einer von diesen Feuerversionen von diesen Kriox. Habe ich gut was an Eisfrüchten oder Wasserfrüchten? Ja, im Prinzip kann ich ihn bekämpfen. Ich will mich nur vorher hier umschauen. Okay, hier ist auch mal nur dieser Griok. Den markiere ich mir auf jeden Fall. Und dann kann ich ja ruhig versuchen, ihn auch zu besiegen. Ich habe hier schon eigentlich mindestens einen Krog erwartet. Aber diese Griok selber sind ja auch massiv stark. Und den Moblin sollte ich Feuer ausschalten. Okay, der Typ macht das hier irre heißes. Mache ich überhaupt gut Damage? Der Schaden, der hält sich in Grenzen. Überhaupt keinen Schaden. Nee, mit dem Miasma-Prügel mache ich ein bisschen Damage. Wurde wieder runtergepustet, bevor ich den Rest abschießen konnte. Sicherheitshalber schieße ich auch da drauf. Okay, den Miasma-Prügel habe ich damit aufgebraucht. Ich finde, der ist recht einfach, der Typ. Auch wenn man jetzt nicht unbedingt die richtige Rüstung hat. Den kann ich einstecken. Um Gottes Willen, was veranstaltet der da oben? Hey, eine Supernova gefühlt.
Ui. Dann mal runter auf den Boden wieder mit dir. Ich fand im Vergleich zu dem anderen war der echt einfach. Was habe ich denn da Schönes liegen? Ein Griok Flammenhorn. Das Eisvieh, das war wesentlich schwerer als das Feuervieh. Weil ich finde, dieser riesigen Flammenkugel kommt man, obwohl sie so riesig war, echt leicht ausweichen. Vor allem in der Luft war die ja überhaupt keine Gefahr. Bei dem Eisvieh, da musstest du ja wirklich um dich herum schauen, wo kommen jetzt die Eiszapfen runter. Das Elektro, die Elektroversion, die bekämpfe ich sowieso erst, sobald ich die Elektrorüstung habe. Sonst werde ich ja durchgehend gebrutzelt. Aber hey, den Flammengriok habe ich fertig gemacht. Ich könnte hier noch gucken. Aber ich glaube, ich hole mir jetzt das eine Teil hier. Ich müsste noch irgendwo ein Stein sein, den ich nach oben schießen kann. Auf der Seite. Der ist mittlerweile despawned. Na gut, ich kann ja den da nutzen. Weil sonst scheint hier nichts weiter zu sein. Okay, das Gebiet, was ich absuchen muss, ist nicht sonderlich groß bei dem Teil. Ich hatte die Sorge, dass ich eventuell einen richtig großen Bereich habe bei der Geoglyphe. Weißt du, erst ist dem Jungen zu warm und dann ist ihm zu kalt. Der kann sich auch nicht entscheiden. Habe ich den Schein da unten schon? Nee, den kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Viele von den Schreien sind ja sehr, sehr offen. Ja, das sind nicht so viele Stellen, die in Frage kommen. Ich glaube, ich sehe die Stelle sogar schon. Da ist nämlich eine Stelle besonders hell. Von oben hat man halt den besten Überblick. Ich packe mich schon mal für die gleich kommende Sequenz aus dem Bild. Ja, komm, ich sehe die Träne doch von hier. Oh, hallo. Euch kenne ich doch. Ja, einen habe ich ja hier. So, ich mute mich dann auch mal eben kurz.
Was machst du? Bist du in Gedanken ganz woanders? Ach, Verzeihung. Ich denke nur andauernd über meine Rückkehr nach. In meine eigene Zeit. Wenn ich bloß lernen könnte, einfach genauso wie ihr über die Zeit zu gebieten, dann wäre ich schon erheblich weiter. Mal sehen. Für mich ist es, als würden in allen Dingen Erinnerungen stecken, die ich spüre. Und wenn sich ein Objekt erinnert, wo es einmal war, brauche ich ihm nur noch dorthin zurückzuhelfen. Erinnerungen, sagt ihr? Nur Geduld. Du verstehst sicher bald, was ich meine, und findest dann einen Weg nach Hause. Aber Zelda, ich habe das Gefühl, dich bedrückt noch etwas anderes. Du willst zurück in deine Zeit, ganz klar. Doch uns hier zu helfen, ist dir mindestens genauso wichtig. Oder? Wie habt ihr... Vor Sonja ein Geheimnis zu bewahren, ist noch niemandem gelungen. Es ist gewiss sehr nett, dass du dich um uns sorgst, Zelda. Aber vielleicht solltest du dich auf deine Zeit konzentrieren. Du allein besitzt nicht nur Herrschaft über die Zeit, sondern auch die Fähigkeit, dämonische Mächte zu bannen. Du bist verpflichtet, sie zum Schutz deiner eigenen Zeit einzusetzen. Königin Sonja! Und auch dein Link wartet doch ganz gewiss schon auf deine Rückkehr. Nanu? Darf man fragen, wer dieser Link ist? Link ist ein Held aus meiner Zeit. Er hat mich und Hyrule vor einer abgrundtief bösen Macht gerettet. Am Anfang, da war er nur ein ganz gewöhnlicher Ritter, der mir als Leibwächter zugeteilt war. Oh, ein Held also. Link ist der standhafteste und furchtloseste Recke, den es je gegeben hat. Ja. Er ist so stark. Und ein gutes Herz hat er noch dazu. Du scheinst ja große Stücke auf ihn zu halten. Wenn man dich so über ihn sprechen hört, bekommt man direkt Lust, ihn kennenzulernen. Allerdings. Das würde mich auch freuen. Ritterlich und voller Edelmut. Mach uns doch nicht so neugierig, Zelda. Das wäre eine schöne Sequenz. Mir fehlen nicht mehr so viele Geoglyphen, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doch, mir fehlen ein paar. Okay, ich habe noch was vor mir. Ich muss mal wirklich mehr von diesen Geoglyphen sammeln. Jedenfalls hier unter mir habe ich gerade schon eben gesehen. Da gammelt ein Schrein. Und der Krog war offensichtlich zu sehen. Ach, da freut man sich doch. So, darunter will ich. Ich sehe da in ganz weiter Ferne noch einen Schrein. Den markiere ich mir direkt. Ist da eine Leune? Das ist eine Leune. Dich mach ich fertig. Das ist sogar ein schwacher Leune tatsächlich.
Er holt Anlauf. Okay, eine Waffe aufgebraucht. Auf zur nächsten. Und nicht gerade nur welche. Und ich kann mir ruhig ein paar von denen hier aufbrauchen. Du kannst nicht vor mir flüchten. Aua. Warte mal. Und tschüss. Er war lang zum Sterben gebraucht. Irgendwas davon, dass ich fotografieren muss? Nee. Den Leunenbogen nehme ich auf jeden Fall mit. Ich weiß sogar, welchen ich wegwerf. Und mit der Lanze kann ich bestimmt irgendwas Schönes machen. Wer hat denn hier den Gärtner gefeuert? Oh, ein Königszweihänder. Na gut, bei weitem besser als die Soldatenlanze. Ich finde, die schwersten Crocs, die man finden kann, sind die, die auf den Bäumen sitzen. Weil die kann man so extrem leicht übersehen. Ein Masterschwert ist zurück. Ich kann ja zumindest die Lanze dran packen. Dann ist ja schon mal was dran. Schon mal das Teil dann mehr Reichweite. Hat man ja auch noch mal den Gärtner gefeuert. Das kann ich noch nicht mal abfackeln. Weil es im Wasser steht. So, was erwartet mich hier für ein Rätsel? Stapellauf. Klingt schon nach Spaß. Ist das einfach nur ein Schieberätsel? Ja, es ist ein langweiliges Rätsel.
Ich glaube, ich verstehe schon, wie dieses Rätsel aufgebaut ist. Ich muss alle Blöcke mitnehmen. Deswegen auch Stapellauf. Ich verstehe es jetzt schon. Das ist eine Kiste. Eine wunderschöne. Bestimmt keine Falle, die Kiste. Oh, ein Zauberstab. Gut, ich kann ja jetzt so machen, ne? Den ablegen. Ausrüsten. Passt. So, und hier brauche ich dann einfach alle drei Kisten gemeinsam. Was für ein leichtes Rätsel. Warte mal. Erstens habe ich den schon fotografiert. Nein. Okay, ich packe einen Topaz vorne dran. Weil so sieht der viel schöner aus. Und ein weiteres Segenslicht. Immerhin, dass ich dann voll geheilt werde. Eigentlich müsste ich hier aus dem Gebiet auch mal den Turm mir holen. Dann hätte ich alle Gebiete aufgedeckt schon mal. Nebenbei mit der Story würde ich weitermachen, wenn ich noch ein paar Schreine gefunden habe. Wenn ich so ungefähr bei 80 Schreinen bin. Vielleicht auch 88, damit ich beim Todesberg überhaupt erst überlebe. Ach, guck mal, da ist ja wieder mein Kumpel, der Hilfe braucht. Lass los, Kollege. Hätte ich nie gedacht, dass ich nochmal mit diesem Haken arbeiten muss. Das sieht doch schön aus. Wir reden nicht darüber, wie denn die Form da oben aussah. Danke dafür. Okay, wäre das auch erledigt. Würde ich sagen, holen wir uns noch den einen Schrein, den ich eh schon markiert habe. Mach einfach mal in der Richtung hier das blaue Ding hin. Dich ignoriere ich. So komme ich ja überhaupt nicht voran. Und ich würde jetzt übrigens dann sagen, nachdem wir den einen Schrein geholt haben, machen wir dann auch für heute Schluss. Weil dann saßen wir hier wieder ungefähr 2 Stunden und das reicht ja für einen Abend. Ich meine, am Ende der Ranell-Schlucht war beim ersten
Hier auf jeden Fall auch noch ein Schrein. Der war aber mega fies. Wenn man da ungefähr von 12 Seiten irgendwie so dann auf einmal angepeilt wurde. Und dann runtergelasert. Guter Durchschnitt. Ah, okay. Ich verstehe schon. Das ist wörtlich gemeint. Gab wahrscheinlich noch eine andere Methode. Aber die ist leichter. Das da ist fies. Einmal die mitnehmen. Kurz eine Brücke machen. Oh, die Kiste ist doch leichter als gedacht. Ich brauche ja nur das Teil darunter platzieren. Ich wollte gerade sagen, jetzt gib mir nicht wieder eine Waffe. Und tschüss. Irgendwas will ich doch damit. Ah, das will ich. Ist da drunter ein Loch? Ja. Danke dafür. Außer den Platten kriege ich da eh nichts durch. Nee, nicht mal die kriege ich durch. Okay. Ich glaube, ich will hier mit dem Schwung arbeiten. Ja, das war einfach. Weiteres Segenslicht. So. Bevor ich jetzt die Feierabend mache, ich beam mich einmal zum Wald der Crocs. Ich will meine Waffentasche verbessern, wenn es geht. Ich würde sagen, 10 Schreine gönne ich mir noch. Hier ist auch noch mal ein Bandschrein in der Nähe, den ich noch nicht abgesammelt habe. Was willst du denn von mir? Ich wollte eigentlich zu Maronus. Der will einen Wirbel fotografiert haben. Der hat auch komische Wünsche. Ja, bitte die Waffentasche. Die braucht dringend Upgrade. Boom, tschakka, tschakka, boom, tschakka, tschakka. Liebes. Dum da 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 da.
glaube, für die anderen reicht es gar nicht. Wo soll denn hier noch ein weiterer Schrein sein? In der Richtung, sagt er mir. Also, ja, bei Breath of the Wild waren hier auch, glaube ich, zwei Schreine. Jetzt wurde der Dekobaum gerettet. Das kann man eigentlich wieder frei durch den Wald hier durchlatschen. Oder wird man immer noch rumgebeamt? Nee, da ist schon wieder der böse Nebel. Frag mich, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, diesen Drecksnebel loszuwerden. So, ich gehe jetzt dann hier noch zum Spähposten. Also grob geschätzt würde ich sagen, so mindestens 30 oder 40% vom Spiel haben wir eigentlich mittlerweile geschafft. Weil ich habe ja schon einige von den Crocs gefunden. Von den Schreinen habe ich auch schon fast 3/4. Ich würde sagen, wir sind schon sehr weit. So, dann gib mir mal ein weiteres Herz. Vielen Dank. So, das hätten wir dann auch soweit geschafft. Also klar, hier beim Vulkan sind auf jeden Fall 4. Die könnte ich mir jederzeit holen. Ich sollte aber, glaube ich, mal wirklich diesen Nebenaufgaben mal hinterher. Na gut, ich stelle mich jetzt hier hin. Mit den Kriegern im Hintergrund. Hab den Controller gerade beiseite gestellt. Und würde sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Den YouTube-Zuschauern sage ich hier an der Stelle natürlich als erstes gleich Ciao. Aber vorher, wenn es euch gefallen hat, natürlich ein Abo und ein Like beim YouTube-Video dalassen. Und natürlich auch ein Follow auf Twitch. Und den YouTube-Zuschauern sage ich jetzt an der Stelle wirklich Ciao und bis zum nächsten Mal.